alle Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, aber unseren Gast aus Düsseldorf, der Staatssekretär Dr. Günther Rosetzky, der aus Berlin direkt nach Ennepetal gekommen ist. Kein Kulturschock, hoffe ich, ist alles in Ordnung. Also er macht einen ganz entspannten Eindruck. Ich denke, bei uns ist das dann auch alles so wirklich gut. Ja, Ehrenamtstag in Ennepetal. Heute Morgen habe ich noch mit Sabine Hofmann darüber gesprochen. Es kommt mir so vor, als wenn das immer schon so gewesen wäre. Nein, es ist nicht immer schon so gewesen, aber es ist das vierte Mal, dass wir diesen Ehrenamtstag feiern. Und ich weiß noch, wie wir darauf gekommen sind. Nach Einführung der Ehrenamtskarte hat Sabine Hofmann gesagt, es gibt ganz viele Menschen in Ennepetal, die die Voraussetzungen für die Ehrenamtskarte nicht erfüllen oder noch nicht erfüllen. Die sind genauso wichtig. Und bei denen müssen wir uns auch, nein, wollen wir uns auch herzlich für das Engagement bei uns in der Stadt bedanken. Und so haben wir diesen Ehrenamtstag in Ennepetal an den Start gebracht und feiern ihn heute zum vierten Mal. Der Ehrenamtstag, das wissen Sie wahrscheinlich auch, wie in jedem Jahr, ist Teil des Kulturangebotes auch unserer Sparkasse und des Programms Summer in the City. Und ich möchte das ausdrücklich besonders sagen, liebe Heike Gräfe, du symbolisierst für mich heute Abend die Sparkasse. Dankeschön für die Unterstützung, die wir von euch kriegen. Es gibt heute sogar einen Ehrenamtskulli, der an alle Ehrenamtlichen in Ennepetal heute von der Sparkasse auch weitergegeben wird. Gerade habe ich gesagt, Summer in the City. Und da haben wir natürlich ein tolles Programm. Das ist die Band, die Irish Folk heute macht. Crash and O, auch nicht zum ersten Mal in Ennepetal. Ich denke, die werden uns gleich sehr gut unterhalten. Und jetzt bin ich schon am Ende, weil Sie sicher keine lange Rede hören wollen. Und jetzt ist mir fast der Staatssekretär abhandengekommen. Lieber Herr Dr. Rosetzky, ich habe für Sie ein Fläschchen klutert Höhlenwasser, Höhlentropfen heißt das bei uns in Ennepetal, mitgebracht. Das soll Sie an Ennepetal erinnern, würde Sie aber bitten, es vorsichtig zu trinken, einer am Tag und nicht mehr. Ich würde Sie bitten, jetzt den Ehrenamtstag 2015 zu eröffnen. Danke, dass Sie da sind und ich gebe Ihnen das Mikrofon weiter. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Herr Wickenhagen, liebe Frau Hoffmann, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich bin unheimlich gerne hier, will nachher noch mal kurz dann einflechten, warum, weil mich das, kann ich auch jetzt schon sagen, weil mich das Engagement von Unternehmen, die über ihre Pflichtleistung hinaus etwas machen, seit langem beschäftigt. Das ist was Besonderes. Die kann ganz nah alles aufnehmen. Mit denen wir Unternehmen ermuntern wollen, ehrenamtliches Engagement auf den Tag zu nehmen. 200. Und jetzt komme ich zum ersten Mal zu einer solchen Veranstaltung. Und ich hoffe, dass wir vielleicht aus beiden Strängen des ehrenamtlichen Engagements etwas Gemeinsames machen können. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt schon verabredet. Aber lassen Sie mich als Grußwort, das gehört mit dazu, einige grundsätzliche Anmerkungen machen. Engagement im Ehrenamt findet meist ja nicht im Rampenlicht statt. Tausende von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler engagieren sich in unserem Land jeden Tag für andere Menschen. Sie opfern ihre Freizeit, ihren Feierabend, ihre Wochenenden und oft auch ihre privaten Mittel. Und die tun das nicht, weil sie nach Anerkennung gieren, sondern tun es, weil ihnen die Gemeinschaft und das Wohl anderer am Herzen liegt. Vergangene Woche war ich in den USA. Dort hat das ehrenamtliche Engagement eine sehr lange Tradition. Auch weil manches dort nicht so funktioniert wie bei uns, da kümmert sich der Staat, die Stadt, die Kommune, das Land drum. Es nimmt in den USA in der Gesellschaft eine ganz wichtige, eine sehr zentrale Rolle ein, das Ehrenamt. Und da passt ein Zitat von John F. Kennedy, der einmal gesagt hat, "One person can make a difference and everyone should try." Frei übersetzt, ein Mensch kann einen Unterschied machen und jeder sollte es versuchen. Aber bei allen Unterschieden zu den USA ist es wichtig, dass wir uns immer wieder die Zeit nehmen, uns die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für unser Gemeinwesen bewusst zu machen und für ehrenamtliches Engagement Danke zu sagen. Fakt ist, ohne die Ehrenamtlichen und die Leistung jedes Einzelnen wären unsere Städte, unsere Gemeinden nicht, was sie sind. Sie wären nicht Ort
von Gemeinwohl. NFL und seine Bürgerinnen und Bürger nehmen nicht nur die Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement vorbildlich vor. Unter dem Motto Summer in the City danken sie auch schon zum vierten Mal ihren Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern. Und das ist, wenn ich das richtig noch sehe, Nordrhein-Westfalen ein Unikat. Und dazu möchte ich Ihnen auch ganz herzlich gratulieren. Ich darf Ihnen auch ganz offiziell den Dank der Landesregierung und insbesondere unserer Ministerpräsidentin Annelore Kraft überbringen. Und auch Frau Ministerin Schwall-Düren hat mich gebeten, Sie herzlich zu grüßen. Sie kann leider heute nicht, wie ursprünglich geplant, hier sein. Das ist eigentlich schlecht für Sie, aber gut für mich, weil ich da jetzt das Engagement hier kennengelernt habe. In Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Herren, sind rund 5 Millionen Menschen ehrenamtlich aktiv. Viele davon üben ihr Engagement im sozialen Bereich aus. Manche, dann stelle sich mal vor, was es bedeuten würde, wenn es dieses Engagement nicht gäbe. Wie viel ärmer wäre unsere Gesellschaft? Welche Dinge würde es nicht geben? Menschen engagieren sich, um das Leben vor Ort, ihr eigenes Lebensumfeld attraktiver zu machen, um die Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern. Lebenswerte Städte und Gemeinden sind die Grundlage für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Unser direktes Wohnumfeld prägt unser gesellschaftliches Miteinander und ist damit elementare Voraussetzung für Chancengerechtigkeit und Teilhabe aller Menschen. Mit dem Programm Initiative ergreifen Bürger machen Stadt unterstützen wir Nordrhein-Westfalen bürgerschaftliches Engagement zum Beispiel in der Stadtentwicklung. Das ist bundesweit einmalig. Dieses Programm wendet sich an Bürgerinnen und Bürger und Initiativen, die bereit sind, für das Gemeinwesen in ihrem Quartier aktiv zu werden. Das bürgerschaftliche Engagement, das sich gerade auch angesichts der großen Zahl an neu ankommenden Flüchtlingen in den Städten und Gemeinden entwickelt zeigt, die Bürgerinnen und Bürger setzen sich für eine gute Willkommenskultur ein. Sie fühlen sich persönlich verantwortlich für die Gemeinschaft, verantwortlich für andere. Wir, der Staat, die Landesregierung, aber auch die Städte in ihren Verwaltungen müssen dafür Sorge tragen, dass sich die Rahmenbedingungen für das bürgerschaftliche Engagement noch weiter verbessert, die Anerkennungskultur gestärkt wird und dass Menschen motiviert werden, ihren Wunsch auf Teilhabe auch umzusetzen. Wir möchten dazu beitragen, dass sich das bürgerschaftliche Engagement gut entfalten und weiter wachsen lässt. Nordrhein-Westfalen hat Ende 2008 gemeinsam mit den Kommunen und Kreisen die Ehrenamtskarte NRW eingeführt mit dem Slogan Ehrenamt ist Ehrensache. Damit können Vergünstigungen genutzt oder Sonderaktionen in Anspruch genommen werden. Sie, meine Damen und Herren, leben vor, was es bedeutet, füreinander einzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Und Sie können glaubwürdig vermitteln, was bürgerschaftliches Engagement auch für die eigene Entwicklung bringen kann. Eine Erweiterung des Erfahrungshorizonts, die Stärkung des Selbstwertgefühls und hoffentlich auch sehr viel Freude. Sie erleben in Ihrem Engagement, dass Sie etwas bewegen und die Entwicklung der Gesellschaft nachhaltig beeinflussen können. To make a difference, hat der Kennedy gesagt, und das ist hier auch nochmal an dieser Stelle zu wiederholen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein so schönes Wetter und Sie wollen feiern. Und deswegen überlasse ich Sie jetzt gerne Ihrer Feierstimmung und wünsche einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Rutzki. We make a difference. Ich übernehme das mal gerne. Dieses Wort für uns in Ennepetal. Und ich hole gerne etwas nach, was mir gerade, durch die Lappen gegangen ist. Ich habe gesagt, wir möchten uns bei Ihnen bedanken, wir die Stadt Ennepetal. Und das sind nicht nur Sabine Hofmann und ich, die hier vorne stehen, sondern ich habe ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat unserer Stadt gesehen und möchte ausdrücklich begrüßen die erste Bürgermeisterstellvertreterin Anita Schönebeck, die heute Abend hier ist. Möchte ausdrücklich begrüßen, stellvertretend für die 4 Ratsmitglieder, die beiden Vorsitzenden der größten Fraktionen bei uns im Stadtrat, Volker Raulitz und Daniel Heimann. Und ich begrüße auch sehr gerne die Bürgermeisterkandidatin Imke Heimann, die heute Abend Geburtstag hat. Ich glaube, das stellvertretend für alle sei auch mal so gesagt. Dann noch ein Rätsel für Sie. Wir haben heute hier 4 Ehrennachtwächter.
wenn mir gleich als Erste sagt, welche vier Ehrennachtwächter hier sind. Drei sind aus Förde, einer aus Nürzke. Der kriegt von mir noch eine Wurst und ein Bier obendrauf. Ne? Schauen wir mal, wie das denn funktioniert. Viel Spaß heute Abend. Jetzt kommt Sabine Hofmann, die sagt noch so ein paar Dinge, die wir alle beachten sollten, was uns wichtig ist. Danke nochmal, Dr. Rogetzky. Und kommen Sie gut zu Ihrem nächsten Termin gleich. Danke. Für mich ist das zu hoch. Ja, keine Sorge, von mir kommt jetzt keine lange Rede mehr. Ich möchte auch nur von dieser Stelle nochmal alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass so viele da sind. Und alle die, die jetzt vielleicht denken, ach, diesmal sind es gar nicht viele, das stimmt nicht. An dem Buch, in das sich schon so viele eingetragen hat, sehen wir, es ist richtig, richtig voll. Das freut mich sehr, dass sich ganz viele jetzt Plätzchen im Schatten gesucht haben. Das verstehe ich nur zu gut. Eine Hochachtung an die Heldinnen und Helden, die hier vorne in der Sonne sitzen. Es wird nachher schon früh genug etwas kühler. Die Sonne wird untergehen und wir können dann auch bei Kerzenschein weiter die tolle Musik genießen. Wie angekündigt von mir ganz kurz noch ein paar Sachen. Alle die, die das nicht mitgekriegt haben, im Gegensatz zum letzten Jahr, konnten sich alle sofort nach Eintreffen schon in das Ehrenamtsbuch eintragen, in das ich Sie bitten möchte. Dort gibt es die Buttons, dort gibt es die Gutscheine und Heike Gräfe hat diese tollen Lami-Kugelschreier extra für Ehrenamtliche dort für Sie bereit. Also alle, die es noch nicht getan haben, bitte hingehen. Und eine Sache, die hier auf allen Gastronomen sehr wichtig ist, die Toiletten sind hinten geöffnet und stehen auch da für Sie bereit. So, nach dieser Ankündigung auch von mir, einen wunderschönen Tag, genießen Sie ihn, genießen Sie das Traumwetter und die ganz super tolle Musik von Crasher Low. Schön, dass ihr so früh eigentlich schon hier seid, denn wir waren ja schon einige Male hier bei euch auf dem Marktplatz. Aber schön, mal den Platz in der Sonne zu sehen. Aber mit dem Jungs. Und vor allen Dingen stehen hier im Schatten. Das noch schöner. Ja, irische Musik bringen wir mit für euch. Jeglicher Art von Schmuse-Songs bis hin zu Tanzliedern. Rauf, Sauf, und was gibt's noch? Alles, was schön macht. What makes the holy strife? Father, 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 Father. What makes the holy strife?
Holy Strife from the bar. What makes the Holy Strife do what the sanctions like? A humble parent's love with bloody war, bloody war. A humble parent's love with bloody war. Teacher writes my name, London here, London here. Teacher writes my name, London here. Teacher writes my name, not a forcible complaint. You left and Simon's plain, you shall hear, you shall hear. You left and Simon's plain, you shall hear. Time.